Ich merke gerade, ich habe viele Friesen, weißt du. Natürlich ist das, dass ich diesen. Dreh dich mal so. Was? Ja. Das ist voll geil. Ja. Einfach so gefunden. Ja, hat der gedroppt da in dem Legionsevent. Da gibt's doch jemanden. Oh, ich habe jetzt auch Trophäen, hier sehe ich gerade. Wo habe ich die denn her? Gibt's eine Maske? Wo habe ich die denn her? Ja, dass meiner würdig ist. Ich habe, glaube ich, nur das. Warte mal, irgendwie habe ich hier noch ein Pferd. Was ist das denn? Zinnober-Augenschnecke? Was? Checke. Ja, das habe ich, glaube ich, auch. Beim Wort ja. Des Vaters. Bei Trophäen konnte ich irgendwie so eine Maske und so eine Klamotte da ranpacken. Ja, cool, ich auch. Lass auch nicht Rudi her haben, aber gut. Ich laufe ja immer noch mit den Klamotten rum hier, die ja bei diesem Code dabei waren, als ich das Spiel gekauft habe. Du hast ja hier von der Deluxe Edition irgendwas bekommen, ne? Ja. Nehmen wir den Schädel oder den komischen Höllen, nehmen wir den Schädel. Jetzt hat mein Pferd noch einen Schädel. Sehr geil. Ja, das sieht doch klasse aus, das Teil. Ja. Das passt zu mir. Ja, aber ich finde doch gut. So, wir gehen jetzt mal zu was auch immer das da ist. Da können wir irgendwie. Da gehen wir wahrscheinlich auch jetzt auf die Fresse, ne? Aber wir müssen noch mal gucken, was das ist, ne? Das ist krass. Mein Pferd macht Geister, Leute. Laute. Mein Pferd macht Geister, Laute. Als Mob-Pferd. Ruhig, du Schwein. Schneller, du Schwein. Ich finde das so witzig, ey. Ist hier irgendwas? Ist hier irgendwas? Nee, okay. Wow. Okay. Aber wenn hier nichts ist. Nee, hier ist nur ein Haus. Oh Gott. Ich wollte nochmal hier kurz einschauen. Also verdächtig und abgeschieden aus. Schwinde gerade Schokolade. Ja, das ist eine Ding, wo wir hier auch irgendwie Boss spawnen können irgendwie. Ach so. Ich habe ja irgendwie so Blut gefunden, ja, als wir da gerade hier bei diesem Event dabei waren. Ja, ja, ich auch. Ist das nicht für den Baum gewesen? Nö, ich glaube nicht. Das weiß ich nicht. Das sagt irgendwie hier, ist das irgendwie. Das ist ein komisches Symbol, was ist das? Ja, das ist auch so eine Dungeon irgendwie, keine Ahnung. Ja, das ist aber ein komisches Symbol für ein Dungeon. Ja, deswegen wollte ich auch mal nachgucken. Und so gucken, was es hier mit auf sich hat. Aber anscheinend können wir ja auch irgendwie einen Boss spawnen oder so. Erzförderer. Dann werden wir wieder gewonshottet, pass auf. Ja, das ist gut, sehr gut möglich, danke. So, hier sind wir mal in der Story hingegangen. Ja, da ist auch irgendwas. Unterschlupf. Sitz der uralten 80 plus. Ich glaube, wir verschwinden hier lieber. Ja. So wird das schaffen, wir. Na okay, dann noch mal ab. Du so. Kannst ja mit deiner positiven Attitüde da reingehen. Da. Wir schaffen das schon. Ey. Und der komische Tentakel-Fuzzi, das ist das erste Mal, dass ich einen Gegner gesehen habe, der so viel ist. Ja. Als wir vorhin geklappt wurden, er mit seinen scheiß Tentakeln, der hat
zum Ort geschwungen. Da machen wir ihn dann als Ersatz. Heidenbastion. Heidenbastion. Ja, ich habe ja noch Albtraumsieger. Heidenbastion, sagt ihr das was? In Havesa. Ich habe hier eine für Stufe 26. Ja, die ist auch irgendwie. Aber die Stufe haben wir schon 20. gemacht. Hin. Ja, die ist auch Stufe 25. Ich guck mal kurz. Heidenbastion, Heidenbastion. Hey, wir sind Heiden. Talai, talala. Sasa. die dritte Staffel von Konosuba wurde bestätigt. Ja, wurde die nicht abgesetzt irgendwie so? Davon habe ich nichts gehört. Wir haben gesagt, ich habe jetzt nur gehört, dass wird. Okay. Oh, so gut. Ja. So, da können wir. Die haben wir noch nicht. Da kommen wir ja mal rein dann. Oh. Das war Level 25, das heißt, das ist noch schwächer als das, was wir vorhin gemacht haben. Aber okay. Ach, seit wann haben wir denn schon mal vernünftige Entscheidungen getroffen? Daniel wollte gerade in 80 Plus reingehen. So, hey, hier ist noch eine Quest, lass mal die annehmen. Vielleicht willst du mal ja da rein. Elster Arkos. Jetzt sagen wir, wir können jeden Erfahrungspunkt gebrauchen. Quest-Symbol. Ja. Was ist geschehen? Ich musste heute einen weiteren Zakarum-Missionar verjagen. Sie kommen hierher und schenken den Kindern Süßigkeiten, um diese ihnen Teufel den Geschmack von Asche aus dem Mund zu waschen. Ich Geil. Habe gesehen, was ihr Licht bringt. Der Eifer der Zakarum hat sie mein Dorf niederbrennen lassen. Ich weiß, dass es ein Buch über das gibt, was dort geschehen ist. Die Süßigkeiten waren... Waren Bomben. Ich könnte den Kindern und der Stadt zeigen, warum den Kindern exklusive, nicht exklusive, explosive Süßigkeiten geben. Mir helfen, das Buch zu finden. Ja. Einfach. Ja. Ja. Okay. Was auch immer du sagst. Unser Charakter hat so viel Persönlichkeit. Ah. Wir hatten einfach nur so starken Durchfall von den Süßigkeiten. Ich wollte das schon eine Weile tun, aber ich fürchte das Ziel. Ich hoffe, du kannst schon. Die Jüngeren in Wejinhani verstehen nicht, warum. Oh, der folgt uns, okay. Ich wollte gerade sagen, ja. Ich würde sagen, warum hören wir den noch, ey? Ich hoffe, du kriegst so einen fetten Herzinfarkt, der deine ganze Familie. Was ist das hier? Artillerieschreien? Also. Also was? Warum nicht? Headshot, Headshot. Schieß mit mir. Ausgezeichnet. Ja, mach das mit mir noch. What? Oh nee, das ist eine Axt. Ich bin noch nicht bereit. Oh, Alter, Obelisk. Ah, nicht schon wieder. Ich bin mit meiner ganz voll. Einer ist fertig. Okay, okay, meiner auch. Sagen wir auch, das wird ja gar nicht voll. Ich muss warten. Stell mir aus dem Weg. Oh Gott, sind da viele Gegner. Ich muss auf einen Haufen, ey. Ich hab noch einen fertig. Da kannst du den letzten auch noch machen. Oh, was ist? Ich wurde von der Launch getrennt.
Aber... Okay. Wer stand da gerade? Ja, hier war gerade auch ein bisschen leck. Irgendwie hat sich die Truhe geöffnet, aber du standst noch da oben. Ich nehme an, du hast die geöffnet, okay, ne? Ja, ich weiß, ich habe jetzt nichts geöffnet. Ne, okay. Weiß ich auch nicht. Also bei mir bist du noch da und alles drum und dran. Ja, ich hab hier, wo ist überhaupt die Truhe? Ich habe hier gar keine. Die hat sich gerade von alleine geöffnet irgendwie. Okay, da war irgendwie nichts drin, außer ein gelbes Ding. Ganz toll. Okay. Achso, ja, ich muss ja die. Muss ja die Dings aktivieren, ne? Heilmassion. Erhöhte Heilung, Gewittersturm. Oh nein! Ich weiß nicht, was das heißt, Daniel. Ich hab so das Gefühl, ich weiß, was das ist. Aber hey, erhöhte Heilung, ne? Das ist doch gut, ne? Hm? Ja, ein Stern war öfters, ja. So. Irgendwie auf der Welt jetzt sich hier aufregt. Okay, Zeus, wir schaffen das. Oh Gott, ja, das Ding ist wieder da. Witzig, wenn man sich über den Spieler begebt, euch in den Schutzdom um schweren. Ja, aber du brauchst das nicht zu lesen, die Scheiße. Ich sehe das fliegende Ding. Das rastet gerade voll aus, ey, weil das nicht weiß, was du machst, Daniel. Oh Gott, ich glaube, ich gehe wieder raus. Oh mein Gott. Oh, oh mein Gott. Gott. Ich hab nur die Arme tot. Warte, Moment mal. Ey, ich hab nur die Tür aufgemacht. Ich sehe so eine Million Gegner. Nochmal auf einmal alles vorbei. Ja, okay, das wird schon wieder nichts. Ich sehe das jetzt. Okay. Ja. Na gut. Da reißen wir halt noch durch, bis wir unsere Dinger ja weg haben. Mal gucken, wie lange hat. Oh. Ja, das wird wieder so ein scheiß Buffer, ey. Autsch. Ich bin auch nicht bereit. In die Barriere. Ja, das ist gar keine gute Idee. Ja, okay, das wird schon wieder nichts. Okay, jetzt. Gut, Leute. Dann sagen wir Dankeschön und auf Wiedersehen. Ey, das ist doch ein Kopf. Ich gehe da mal wieder. Alles klar. Tschüss. Boah. Okay. Bleibt jetzt die ganze Zeit bestehen? Also nicht, ich glaube nicht. Was hast du denn da noch so? Hast du irgendwas, was nicht Level 25 ist? Aber ich ja, habe das... schon, ne? Aber das sind alles Sachen, die wir schon gemacht haben. Mhm. Dreck. Blutgetränkter Fels, Konklave, gepeinigte Ruinen. Das scheint mir eine Lubans Ruhe. Wo ist das? Also nicht, steht denn das? In Skolgen ist das. Lubats irgendwas. Oh ne, haben wir noch nicht. Ruhe. Nee, sehe ich gerade, haben wir noch nicht. Welche Level ist das? 21. Ja. Ja, mach mal. Wird schon funktionieren. Ja, wir sollen vielleicht erstmal unsere Rüstung hier reparieren wieder. Ja. Ich vergesse mal, man kann sich ja dahin teleportieren, oder? Man kann nicht den Weg hier hinlaufen können. Ja, ich meine Rüstung reparieren. Ich weiß nicht, wo du hingehst. Naja. Ne, ich meine euch, wir hätten gar nicht hier hinlaufen müssen. Wir können uns ja dahin teleportieren. Ich weiß. Ja, aber ich muss es gerade aber nicht. So. So. Ich bin da. Okay. Daniel, denkst du dich auch als Mann. Charakter im Tarnmodus können nicht anvisiert. Oh, ich habe mich mal zu dir teleportiert.
Gegangen oder raus? Ich glaube, ich bin rausgegangen, ne? Ja. Yep. Ich glaube ja. Weil wir spawnen immer hier drin. Okay, weiter mal hier. Das Töten eines Monsters verkürzt eure Abklingzeiten um 0,25 Sekunden. Wenn wir in der Nähe nach einer kurzen Mation, wodurch sie da, Monster Giftscham oder der, also nichts irgendwie. Also keine. Naja, die erleiden 30% weniger Schaden. Ja, aber jetzt nicht irgendwie so was wie, keine Ahnung. Ja, du musst halt so runterspielen. Weißt du, wie viel die dann aushalten? Nee. Das heißt, Dani, du musst halt überlegen, das heißt, die kann. Ja, dann hauen wir die einfach ein bisschen mehr. Du machst mich fertig, Mann. Dann hauen wir ihn genau dann hauen wir die einfach genau dreimal. Deshalb können dich deine Eltern nicht leiden, Daniel. Genau deshalb. Boah. Ich stürm auf die los. Du kannst dich mir anschließen, wenn du willst. Das halte ich von einer 30%igen Resistenz. Erhöht Leben. Von wem? Hier ist kein Buffer. Hier ist kein Buffer. Außer der ist da oben. Nö. Also vielleicht haben wir irgendwie eine erhöhte Reichweite jetzt. Ich habe jetzt irgendwie zig Sachen, um die Gegner verwundbar zu machen, ey. Oh, sehr gut. Hände Wasser. Das ist jetzt so ein Torstoß. Das ist ein Torstoß. Ja, was müssen wir überhaupt hier machen? Alle Gegner erledigen. Okay, das ist. Skelett-Axt-Leiche. So. Auch da mal dafür schreien. Bitte den mit dem Blitzen. Da sind zwei Buffer da unten links. So. Wo willst du hin? Da oder da? Hast du hier getriggert? Ich weiß nicht, wo du hin willst. Ja, ich weiß nicht, was du schon getriggert hast. Hier. Ich glaube, die sind schon getriggert. Ja, dein Skelett halt. Sind so Jäger. Mhm. So, kannst du die Gegner von hier aus treffen? Ja, hier steht die Wand. Ah, Falle. Ah, sehr gut. Alter, da stand überall verwundbar gerade. Kommt her. Ah, sehr gut. Ich bin noch in die Gegner rein mit deinen Schockwellen. Ich mach das voll einfach hier. Ich bin noch nicht bereit. Ah, warum sind ja keine Bosse? Ich bin jetzt hier voll erledigen. Okay. Wo bist du? Ja. Ich hatte diese Druckwelle gerade von diesem Stein ausgenutzt. So viele Gegner wie möglich nur erledigt damit. So, ich hole mir jetzt einen seltenen Knoten. Das heißt, ich mich mehr durchtränke. Und ich krieg plus 10 Leben Regeneration, wenn ich kürzlich keinen Schaden erlitten habe. Da jetzt ich tue mich automatisch heilen. Das ist doch gut, oder? Ja. Und
Oh Gott. Ja. Ich habe eine Granate hier rüber geworfen, ey. Ich hab den überhaupt nicht. Irgendwie stehe ich ja da voll in der Menge, aber irgendwie greift mich niemand an. Dann macht mir jedenfalls keinen Schaden. Ich muss warten. Hier greift die Gegner nicht an. Da will ich mir doch ein. Ja, kann gut sein, ne? Machst du irgendwas mit dir die ganze Zeit? Ja. Ich bin auch nicht bereit. Ja, ich tue die angreifen, ne? Ja. Die sind geschockt, die sind verwirrt. Ich hab die Falle einfach weggewischt. Sehr geil. Das halte ich von neuen Jagdwerkzeugen. Na, da ist mal ein Buffer. Muss man sagen. Wir kommen ja nur normale Gegner. Oh. Ah, wer bist du jetzt? Okay, wo müssen wir hin? Für Daniel. Na, ja, du hast ihn eingesammelt, ne? Ich hab den nicht. Und du hast ihn gerade eingesammelt. Ich glaube nicht. Ich muss warten. Was sind hier noch? Genau, noch Gegner. Oh, ich glaube, jetzt ein Event wieder. Keine Sorge, Leute, wir retten euch. Ist doch gar niemand. Wir sind so drei Leute am Buff. Ja, Leute, habt ihr nicht? Ah. Oh Gott, es wird schon wieder unübersichtlich, ja. Oh Mann, weiße Todesreise. Ja, ich kann mich nicht bewegen. Ich muss was. Oh Gott. Oh Gott. Da wurde ich von so einem Kreis mal erledigt. Oh Mann. Ja, geh mal ein bisschen weiter weg. Keine Sorge, die anderen Leute lenken den ab. Die Typen, die wir beschützen müssen, lenken die alle ab für dich. Keine Sorge. Was in der Kette? Oh nein. Dann Elite-Kämpfer ist da der. Ja, du bist für auch hier. Keine Sorge, die ganzen Gegner sind nur da drin. Da. Was? Was hat mich umgebracht? Was? Was war das? Der Elite-Gegner. Der hat doch gar nichts gemacht. Der Elite-Gegner. Ja, und was hat der denn gemacht? Der hat doch gar nicht. Boah, ich hab nicht mal gesehen, wie der einen Angriff gemacht hat. Boah, ey, der war doch schon so gut wie tot. Oh. Oh, die haben sich geil. Oh Gott, oh Gott. Oh Gott, ich bin oh tot. Gott. Warum so viel Schaden? Alter. Ja, Nur mal eine Sekunde.
Da sind so rote Todeskreise am Boden. Vielleicht haben die dich erledigt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe nichts gesehen. Ich war auf einmal tot. Ich hatte den kurz. Der war kurz davor zu sterben. Ich bin noch nicht bereit. Der macht aber auch Schaden, ey, der Typ. Ja, renn von mir weg. Deine rennen nicht zu weit weg, sonst gehen die wieder zurück. Ja, ich hab irgendwie nicht. Ah, was? Genau das meine ich. Ja, ich konnte nichts sehen, weil die Wand davor war. Die Wand war davor, ich habe die Feuerwehr nicht gesehen. Ja, die einen Türen halten aber ganz schön viel aus, ey. Die halten mehr aus als wir. Ja. Ich sehe auch gerade schon wieder so ein blöder Gegner mit so Feuerbällen und so. Ja, ich weiß, ich hab gesehen. Nur der hat keine Feuerbälle. Ach, egal. Ich komme nicht zu dir hin gerade, ey. Dann macht er erstmal fertig. Ja, das ist ja gerade. Ich will. Boah, ich krieg den aber nicht, der tötet mich. Langsam, langsam. Aua! Ja, das Feuer, das zieht die ganze Zeit auf dich. Deswegen muss ich den erstmal kaputt hauen. Ja, das ist ja, ich krieg den aber nicht kaputt. Ja, verwundbar, jetzt hau auf ihn drauf. Ich treffe den gar nicht, also toll, jetzt ist mein Golem tot. Keine Angst, hat er schon fast tot. Geh doch mal kaputt. Warte ich. Oh Gott. Hab ich gar nicht gesehen. Wir haben die Leute halt hier die ganze Zeit überlebt, ey. Ich hab keine Ahnung. Geil, so. Wertloser Scheiß. Ja, irgendwie. Nix vom Wert drin, ey. Na gut, weiter geht's. Du musst irgendwo hier was öffnen mit deinem Schlüssel. Wir sind auf der Eventfahrt hier. Der Dungeon ist ja aber nur einfach. Ja. Also ich bin auch positiv. Weiß nach blanke Knochen. Gut, du hast die Tür aufgemacht. Du hast sie aufgemacht. Ich habe versucht, die aufzumachen. Ich habe keinen Schlüssel gehabt. Ja, ich konnte die aber nicht öffnen. Nachdem du mit der interagiert hast, war die offen. Ich habe doch gar nicht interagiert. Warte mal hier. Oh, der kann mich durch die Tür angreifen. Wenn die da durchkommen, mache ich die fertig. Oh Gott. Wir stürmen da durch. Ich gehe wieder weg. Ich sehe nur, wie der Daniel voll in grün, voll geschmiert wieder zurückkommt. Ich bin noch nicht bereit. Ich habe zu weit geschaut. Bin da reingeschaut, wo noch kein Mann vorher war. Oh Gott. Ich muss warten. Oh, ein Buffer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Lass mich hier raus. Ich würde da lieber rausgehen. Und du bist weg. Und du bist immer noch am Leben. Aber du bist weg. Kann ich mal weggehen? Nee, die sind schon die ganze Zeit hier. Ha, ha.
Ja. Ja, diese ganzen Blitze, ey. Egal wohin ich gehe, das ist ein Blitz. Ja. Die Blitze hier unten, die sind schon die ganze Zeit, ey. Ja, gar nicht weg. Und da sind noch gerade welche neue gespawnt, ey. Hinter mir, ey. Ja, dann pass Maul. Ich bin noch nicht bereit. So, was müssen wir alle machen? Zerstört drei Wächterstatuen, alles klar. Oh, doch gerne. Ich muss warten. Ja, ich schmeiß euch einfach da raus. Oh. Ich bin noch nicht. Schreibt denn da die ganze Zeit im Chat Duriel hin? Ich sehe gar keinen Chat bei mir. Ich bin noch nicht bereit. Ja, weil er irgendwie verdeckt ist oder was? Weil nicht, ich habe hier gar keinen Chat im Moment. Nee. Ja. Mir schreibt einer die ganze Zeit hin: Duriel, Duriel. Das ist ein Engel oder so. Oh, zerknüllte Warnung. War dies ein Ruhm? Ja, hab ich auch genommen. Die Ruhestätte der Kriegerkönigin Luba. Schon wieder der erlebte Gegner. Einfiel, regte sich Dunkelheit in dieser Gruppe und spie hungrige Ghule in das Licht. Hütet euch vor diesem Ort, Arkus. Oh, was war das? Wenn ihr das Fleisch auf der Giftexplosion wollt. Hallo, wo seid ihr? Ich muss warten. Oh ja, sehr gut. Du kannst ja im besten Fall den Film ansehen von Konosuba da. Den von Megumin? Ja, glaub schon. Ja, wo dann später so ein Transvestit auftaucht oder so. What? Weil der aussieht wie eine Frau, ist aber ein Mann anscheinend. Ah, alles klar. Muss ja wieder Dings sein, ne? Wie nennt man das hier? Die Leute müssen sich ja mit den Leuten in den Film identifizieren können, ne? So wie ein ganzen Hollywood. Ich muss verstehe diese Faszination irgendwie gar nicht. Warum muss man sich mit dem Charakter in der Story irgendwie identifizieren, um einen zu mögen oder so? Das war der einzige Grund, warum die Leute immer irgendwie aus bekannten Charakteren irgendwie Schwarze machen oder Frauen oder irgendwie sowas. Ja. Da gibt es auch einen Namen für, wie man das nennt. Ich weiß nicht mehr, ich habe auch vergessen. Grinch. Ja, das auch, aber. Verstehe ich gar nicht. Ey. Rassismus. Im Wort Anime sich von so einem Zeug fernhalten. Irgendwann wird Dragon Ball Remake und Son Goku ist ein Mädchen. Ja, oder er hat eine Tochter. Genau. Ja. Oder Vegeta hat auf einmal einfach Brüste. Ja.
Vegetina. Jetzt bin ich der Prinz und die Prinzessin. Yeah. Ja. Oh, der ist verwundbar. Schieß ihm in die Augen, Daniel. Schieß ihm in die Augen. Ich will den Staub in die Augen werfen. Nimm das. Nimm das. Nimm das. Ganz toll den hier. Pass auf. Ah. Pass auf die Giftbrühe. Die Giftbrühe, die Giftbrühe. Ja, die Giftbrühe. Der Boden sondert grünen Schleim aus. Moment mal, falscher Film. Ich bin noch nicht bereit. Ja. Duriel. Wer ist dieser Duriel? Ich kann das nirgendwo sehen, ganz ehrlich. Schau mal, ist er abgestellt oder was? Unten rechts steht er bei mir. Gemacht, ich steht unten rechts hier. Und bekommst du ja in die ganzen Nachrichten so immer hier so. Ja, ja, das steht da. So, Daniro greift gerade den und den an und so. Ja, ja, das steht da. Weiß ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. Jetzt nur einer schreibt die ganze Zeit: Duriel! Ich muss warten. Genau, er hat mich gehauen. So. So. Oh, gleich wieder Paragon-Punkt. Einmal gerammt, einmal Todesschlag. Ich muss warten. Jetzt der Cocker. Oh nee, nicht schon wieder. Feuer und Blitze her. Und dann lauf im Uhrzeigersinn. Und ich lauf in die andere Richtung. Ah, der hat mich zu sich gezogen. Ich kann nicht so nah an den herangehen, der macht mich sofort fertig. Ich habe nur einen Fernangriff, Mann. Die Explosion habe ich mit meinem Gesicht getankt. So. Wo ist denn mein letzter Knotenpunkt noch? Hier, ne? Geschicklichkeit, Willenskraft, wo will ich denn hier lang? Aufgestiegen, Daniel, wieso nur? Weiß ich auch nicht. Du hast mein letztes Essen geklaut, jetzt muss ich verhungern. Lüge, Lüge, das gibt eine Rüge. Ich weiß nicht, geh mal. Ach, was weißt du schon, Lügner. Boah, wo soll ich lang gehen? Ich gehe ja lang. Boom. Da. Also wir müssen da lang dann. Mal noch mein Brettchen. Der Vanille weiß nicht, wie er sich auf seinem Brettchen bewegen soll. Ja. Er hat so ein Brett mit Apfelschnitten darauf. Wo bewege ich mich jetzt? Dame auf E5. Ich rede hier von Essen, Apfelstücken. Auf einem Brettchen. Wie kommst du denn jetzt? Wir verstehen nicht. Nein, der ist weg. Der ist mein Torstoß entkommen. Ja! Du musst den Beckenstoß nochmal machen, Daniel. Okay. Und im Verhältnis immer auf dem linken Fuß landen. Aber es hat hier sogar auf dem rechten Fuß gelandet.
Ja, ja, ne? Das ist mir auch aufgefallen da. Deshalb hat er ja kein Tier, sondern nur so eine große Blase. Ja, ja. Hat einen Fehler gemacht. Genau. So wie damals, als Son Goku und Vegeta sich fusioniert haben zum Fetten. Ja, ja. Vegeta hat immer noch seine Faust geballt. Ja. Mensch, du hast da eine Ratte auf. Bin ich eine Ballerina? Ich bin noch nicht bereit. Ah. Ich kämpfe. Ich kämpfe. Eins wieder raus. Oh Gott. Ich will raus, ich will raus. Und auf der Jagd diese Skelette-Dinger hier in der Luft. Oh, schön. Okay. Da rein. So, irgendwas Cooles. Nee. 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 Nichts Gutes. So. Natürlich ist das eine goldene Lanze, die ist 600 Punkte stärker als was ich hab, ey. Dann musst du sie ausrüsten, Daniel, würde ich sagen. Ja. Nein, niemals, ja, sterbe ich. Was ist denn das? Fünn. Du bist okay. der Erste immer, der so einen Scheiß ausrüstet. Ja. Ja, schon wieder so ein Legionsereignis. Ist irgendwo so ein Weltboss? Haben wir auch noch nicht erledigt. Ist ja nur Legionsbosse. Da ist Weltboss. 38 Minuten. Ich stelle schon mal das Zelt auf. So lange leben wir gar nicht. So, wo ist das hier mit den grausigen Gaben? Ich brauche nur noch eine grausige Gabe. Ich brauche noch drei. Na gut, dann machen wir mal da ein paar. Wer der Baum gibt uns nichts Geiles. Wir müssen doch irgendwo mal ein bisschen cooles Loot herbekommen, Mann. So ständig neues Loot, Daniel. Ja, aber ich will gutes neues Loot. Also, du kriegst doch immer wieder was besser ist als deine jetzigen Sachen, ne? Oder die ganzen. Ja. Das ist doch gut. Ich wollte mehr. Das ist noch übrig. Ey. Ja, Daniel, wenn er Weihnachtsgeschenke kriegt, ich will mehr. Was alles? Dafür war ich das ganze Jahr lang brav. Ist das alles? Wo warst du denn brav? Du bist nie brav, Daniel. Bist du Schmarotzer? Dafür tue ich jeden Abend zu Gott beten. Das glaubst du doch selber nicht. Ja. Ich glaube, ich schon mal da auf dem Weg hin. Los, mein hohes Ross. Kletter diese Leiter hoch. Irgendwo ein Lilip schreien, bitte. Irgendwo. Irgendwann. Ich kurs schon mal hier in der Nähe. Warum? Ich war schon lange nicht mehr in meinem Schrank. Ja, was geht denn hier schon wieder ab?
Hey, Hiran, wie geht's, wie steht's? Was ist hier denn? Ich weiß nicht, was hier ist, aber du kannst ja mal hier hinkommen. Was ist denn das hier? Ritual Nordküste verfällt in einer Stunde. Ich weiß nicht, was das ist. Aber jetzt ein anderer Spieler. Ja, ich dachte, ich habe gerade eine Quest gefunden. Hat kaum Dungeon drin. Ja, ich mache ein paar Gegner hier platt. Ja, ich bin tot. Komm her, du musst mich wieder beleben. Pass mal auf, dass du nicht stirbst. Darf ich ja selber wieder beleben? Ja, passt das schon, ne? Ja, ich weiß nicht. Wenn der so eine Scheiße macht. Ich habe gerade einen anderen Spieler gesehen, der hätte mich ruhig wieder beleben können, ne? Was er überhaupt kann. Was? Ja, du musst wieder beleben. Ich bin schon wieder fast tot gewesen. Mach mal halblang, Leute. Wir betreiben doch hier nur etwas Konversation. Mein Gott. So. Boah. Keine Ahnung, hier ist irgendwie was. Los, schinde mit mir diese Leiche. Das fragt man nur seinen besten Freund, Daniel. Hey, bist du heute Abend frei für Leichen schinden? Aber sicher doch, Bruder. Soll ich meine Ausrüstung mitbringen? Ja, aber natürlich. Oh, da nimmt unsere Präsenz zwar, war doch immer dabei ist, der. Duft, 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 duft. Schmeiß dich da rein. Aua, aua. Der flüsternde Baum erwartet eure grausigen Gaben. Also, ist ja doch neun. Ja, ich weiß. Ja. Na gut, dann gehen wir zurück zum Baum. Ich glaube, mehr können wir auch gar nicht einsammeln, ne? Wir sind jetzt ausgegraut hier, die Sachen. Mal 10 haben. So, der Baum muss jetzt aber uns was Geiles geben, ey. Zu dem Baum, zu dem Baum, zu dem Baum, 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 zu dem Baum, zu dem Baum, zu dem Baum, Baum, Baum. Ihr könnt andere Spieler reanimieren, indem ihr auf ihren Geist klickt. Nicht so lange in den Geist treten. Ach. So. Oh, ich sitze hier im Stock dunkeln. What? Ja, ich habe Fenster auf, da will ich kein Licht anmachen. So, was nehmen wir denn? Ja. Chaos-Sammlung. Ja, jetzt allen eine verfügbare Sammlung. Ja. Und verloren und gefunden. Hallo. Noah. Dann hat mein Geräusch. Nicht solange ich in der Schule. Oh, ein boshaftes Herz, Daniel. Oh, nice. Jetzt können wir nochmal da reingehen und one-shotten lassen von. Ja. Ich will dafür blutrote Kaserne, standhafte Kaserne. Ich habe ein Altron-Siegel Altstein.
Ich habe verlassener Tunnel. Okay, das klingt auch neu. So, also Level 21. Ja, wahrscheinlich durch Brettern. Sturmfluch, Zorn. Oh oh. Was ist das schon wieder? Na gut. Gucken wir mal.